eine so schwache Kür, dass ich sagte, also das würde meiner Ansicht nach woanders nicht möglich sein. Ihr könnt euch mal schon aufstellen, ja? Also wir machen erstmal Spiegelbild, ja? Fünfundzwanzigjähriges im 25. Jahr der DDR. Die Palucka-Schule in Dresden. Und 50 Jahre Arbeit als Tanzpädagogin. Gret Palucka. Ein bedeutsames, dreifaches Jubiläum also. Ein bedeutsamer Zusammenhang. Palucka unterrichtet im Fach Neuer künstlerischer Tanz. Grundlage der Ausbildung ist der klassische Tanz nach dem Vorbild und den Erfahrungen der sowjetischen Ballettkunst. Auf dem Weg zu unserer Schule sehe ich im großen Garten Palucka. Wir verehren sie alle, denn sie ist für uns nicht nur die Tanzpädagogin, sondern der immer verständnisvolle Berater und sorgende Mensch. Immer kommt sie mit neuen Ideen, Experimenten und Aufgaben. Thank you.
hier. Paluca tanzt. Jetzt mal Druck auf Kamotten. Lass mich mal alleine. Warte, komm. Ja, so, Frau Siebenhaar, jetzt machen wir weiter. Die Bartoks kommen dran. Auch die Bagatelle? Nein, das ist nicht nötig. Daran arbeiten schon die Schüler im klassischen und im modernen Unterricht. Nur die Anfänge der Musiken. Ach, was kommt denn jetzt? Endlich unsere Bartok-Aufgaben. Die Paluca 65 geworden. Die Partei der Arbeiterklasse, die Regierung der DDR, Künstler, Berufskollegen, alle gratulierten, brachten Blumen und Geschenke. Mitte der 20er Jahre hatte die große humanistische Künstlerin in Dresden ihre eigene Schule gegründet, die dann von den Nazis geschlossen wurde. Heute ist die Paluca-Schule mit Hilfe unseres Staates längst wieder zum Weltbegriff geworden. Aus vielen Ländern kommen Tanzpädagogen, Choreografen, Tänzerinnen und Tänzer alljährlich zu den internationalen Sommerkursen nach Dresden. Und dann zeigt ihnen Gret Paluca, dass sie heute noch so jung ist wie damals. Zum guten Schluss ein Walzer mit dem Ballettmeister des Moskauer Großen Theaters.
Natürlich habe ich es mit Angst zu tun. Natürlich habe ich Angst, dass es langweilig werden könnte, wenn man zu viel vom Mopper erfährt. Mich interessiert der auch nicht. Heute interessiert er mich nicht. Und morgen bin ich wieder neugierig und muss durch den Beruf neugierig sein, was das für ein Mensch ist. Denn ich muss ja mitarbeiten mit ihm und mit meinen Mitteln. Das ist ja nun mal die Schauspielerei, dass man mit sich arbeiten muss. Geboren bin ich in Elrich, 30 Jahre. Krieg war aus. Ich musste arbeiten. Wir mussten oft alle auf die Felder, mussten Rüben ernten und Kartoffeln hacken und so. Und da gab es keine Kutsche. Und da habe ich in der Domäne Wiedigeshof bei Elrich im Südharz, habe ich dann eben als Kutscher gearbeitet mit 15 Jahren. Dann bin ich Bäcker geworden, weil meine Mutter und meine Großmütter Hunger. Und dann bin ich immer so rumgeschlichen und da habe ich so ein Gasthaus gesehen in Elrich, wo junge Menschen sich zusammenfanden und tanzten. Und das war die Antifa-Jugend, die dann die FDJ wurde. Und da habe ich gern Witze erzählt und habe gesungen. Und die anderen haben auch gesungen, besser gesungen, Gitarre gespielt. Und da bin ich dazugekommen zu dieser Gruppe. Und daraus wurde eben der Schauspieler. Man hat mir dann eingeredet, dass ich schauspielen könnte. Und nun sehen Sie das, was draus geworden ist. Hoffentlich machen Sie sich keine Illusionen, Captain. Ich bin Ulzanas Frau und das bleibe ich bis an mein Lebensende. Ach, was Lebensende. Wie klingt denn das bei einer so jungen Frau? Das Böseste an einem bösen Charakter sind seine guten Eigenschaften. Und diese Vorstellung, dass die Bösen eben so sind, die habe ich über Bord geworfen. Das ist ganz simpel. Dann ist das Böse nicht gefährlich. Das Böse ist sehr oft schön. Das ist die Verführung des Bösen. Das ist schön jetzt im weiten Sinne, auch gut, auch interessant, schillernd. Und das Gute und das Böse sitzt in jedem Menschen. Und das jetzt konkret zu erkennen und einzusetzen in der Rolle, ist ja auch das Wesen der Schauspielerei. Es gibt keine Guten und keine Bösen. Es sind die Menschen, die sich in solchen Situationen so oder so verhalten und sind immer abhängig von ihrer Umwelt. Ja, der Beruf des Schauspielers ist doch, die Widersprüche aufzudecken. Genau hinzugucken. Für mich ist eine schöne Frau nicht immer schön. Eine schöne Frau kann sehr gefährlich werden, wenn man sie genau anguckt. Da ist doch noch mehr dabei. Das ist doch das Interessante. Es sind die Formen, die da sind, der erste Eindruck. Und dann muss man genauer hingucken. Ich habe immer mir sehr viel Mühe gegeben. Und das wäre schön, wenn meinen ersten Indianerfilm, wo ich da vom Pferd falle, weil das, glaube ich, diese kleine Geschichte, die kleine Szene, wo ich vom Pferd falle, wo der Helmut Schreiber mich vom Pferd runterpeitscht und ich auf dem Hut rumtrete, dass diese Geschichte so hängen geblieben ist, vor allen Dingen bei Kindern hängen geblieben ist, liegt, glaube ich, daran, dass dieser Bösewicht eben lustig war, ulkig war, komisch war und nicht nur so Bösewichter, die so das Messer im Mund haben und wo man das Blut so runterrieseln sieht, die wollte ich nie spielen. Die habe ich immer verlacht und nie ernst genommen.